lächerlich sowas. Also ich sage das jetzt in einer gehobenen italienischen Sprache noch einmal. So wie die Majestät, wie die Majestäten unter sich sprechen im Raum. Kommandato, ci sono, Kommandato, ci sono Cristo, Maria Santa, Andrea, Vincenzo, con Giuseppe, e se ne vivono ancora insieme, ma lo Spirito Santo ci morirà e si trova incinta. Also, wenn ich in Rom, im Huldigungssaal eines großen Palastes bin, dann spreche ich kein schönes Italienisch, sondern dann spreche ich nicht so wie in der Öffentlichkeit. Sondern spreche ich im Dialekt, venezuelisch. Verstehst? Normal, Giuseppe, aber per sposare. Und ab und zu, in Palermo schaue ich, lebt da was? Lebt fast kaum was. Alle rennen davon. Ich komme in der Straße, Balken gehen zu, die alten Weiber kriechen zusammen, alle schwarz angezogen mit der Schürze und ganz geht's, pssst, leer ist. Die ganze Stadt ist dann leer, so wie hier. Läuft nichts mehr dann. Giuseppe, das ist mir offen, ich komme nach Angel und die Tier, ich habe ordiniert, die Presse Maria in Kasse zu. E senza che avessero avuto fino ad ora rapporti matrimoniali, Maria ha aperto il bambino e Giuseppe, gli ha messo il nome Gesù. Ah, seconda, alcuni uomini sapienti vengono dall'Oriente. Alcuni uomini sapienti vengono dall'Oriente. Also einige Gäste kamen aus dem Orient oder aus dem Osten, sagt man auch, glaube ich. Also sie kamen von fern her. Also sie statteten einen Besuch ab. Sie kamen aus der Region von Judäa, also zu der Zeit, wo Herodes am Wirken war. Oder wie man auch sagt, wo Herodes agierte oder administrierte. Oder regierte, sagt man auch. Also die kaiserliche Hoheit regiert, das passt ja. Könnte man so übersetzen. Da ist er. Jetzt will ich jetzt nicht die ganze Geschichte weitermachen, aber es ist interessant. Einer kriegt ein Kind und so viele Gruppierungen, Kollektive schauen, dass sie es ermorden können. Und das war in der antiken Zeit so und das ist aber auch heute so. Dann, wenn du was hast, dann willst du etwas machen, etwas Neues, da gibt es so viele kollektive Bildungen, die sagen ja, ja, ja. Und dann aus dem Hinterhalt ermorden sie wieder alles. Und zum Schluss, 10 Jahre später, hast du wieder nichts. Das ewige Nix. Der ewige Feind, also der Mensch als Nachbar, als Feind, als Arbeitskollege den Feind, als Oma den Feind, als Tante den Feind. Zum Schluss muss der Mann immer sagen, ja,
habe alles versucht, alle haben mir beigepflichtet, alle haben gesagt, ja, hahaha. Und dann haben sie doch wieder alles hingemacht. Und ich habe kein einziges Mal gefickt und nichts, keine Nachkommen, nichts. Also alles falsche Brüder sozusagen. Das ganze Leben. Und da kommt nichts mehr raus. Eine Milliarden Schulden und Meinheit. Und dann lebt nichts, es lebt ja nichts. Ist alles leer. Und das ist die Problematik. Seit eh und je. Das war vor 2000 Jahren so und das ist gleich geblieben. Ich kann sagen, ich rufe zu Gott, bitte helfet.